Meine Damen und Herren, wir unterbrechen diese YouTube-Sendung für eine kurze Zwischenmeldung aus dem Sport. Und damit herzlich willkommen zurück zu Heel Fuck the News HD, liebe Leute. Wir sind wieder zurück. Ich finde endlich wieder Zeit, hier an diesem, ja, bescheidenen Freitag aufzunehmen. Und das Gerücht habe ich mir rausgesucht letzte Woche irgendwann. Und das hat sich mittlerweile nahezu fast zerschlagen, aber ich dachte mir, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz unwahrscheinlich, deswegen nimmst es einfach mal mit rein. Und es gibt ja auch Fans des Vereins, die vielleicht auch mal einen Transfer von ihrer Mannschaft haben wollen. Deswegen, wir wollen ja alle flächendeckend abdecken und deswegen. Und zwar geht es um den Hamburger SV. Die suchen ja bekanntlich noch einen Stürmer, nachdem unser Wunderstürmer Lasogga in Hamburg, wie zu erwarten war, nicht mehr gezündet hat. Und auch der gute Rudnes nicht gerade der Bärenstürmer ist, sucht man halt noch einen neuen Stürmer. Und ist in der Bundesliga auf Leverkusen auffällig geworden. Die haben nämlich Drimmitsch, der dort leider nicht mehr ganz so oft gespielt hat. Was heißt nicht ganz so oft gespielt? Hat in der laufenden Saison 21 Einsätze, 3 Tore, 1 Vorlage, klingt eigentlich viel, aber ist ja nichts bei rumgekommen und er saß zumeist nur auf der Bank und wurde halt eingewechselt. Also kann man schon fast sagen, ist ein halber Fehleinkauf, denn die Bundesliga kennt er, das kann keine Ausrede sein, der kommt einfach nur nicht mit dem System zurecht oder was weiß ich, was da in Nürnberg war, halt alles für ihn abgeschnitten und in Leverkusen ist das nicht. Beim Hamburger SV wäre es das wahrscheinlich auch nicht, aber ist ein Stürmer, der schon mal gezeigt hat, dass er weiß, wo das Tor steht. Ist vor der Saison für 6,8 Millionen von Nürnberg, dem Absteiger, gewechselt. Happige Summe. 22 Jahre ist er jung. Und ja, in Hamburg könnte er eine zentrale Rolle einnehmen, wäre auf jeden Fall wieder Stürmer Nummer 1. Aktueller Marktwert wird auf 8 Millionen Euro beziffert, hat noch einen Vertrag bei Leverkusen bis 2019. Und natürlich geht es hier nicht um einen Kauf, sondern eher um eine Leihe. Und ich denke, so eine Leihe für ein halbes Jahr, wenn Leverkusen nochmal auf dem Transfermarkt zuschlägt und sich einen vernünftigen Stürmer holt, der wirklich Format hat, was meiner Meinung nach noch fehlt. Bei Leverkusen allgemein, bis auf Calhanoglu, finde ich, ist da kein Ausnahmespieler so richtig dabei. Und ja, deswegen könnte man da eigentlich nachlegen. Ich bin gespannt, was passiert. Ich bin auf eure Meinung gespannt, ob ihr sagt, ja, ist doch alles schon längst gegessen. Die Leverkusen haben abgestritten, noch Spiele abgeben zu wollen. Was laberst du für eine Scheiße? Oder, oh, den könnte ich mir gut in Hamburg vorstellen. Also wie gesagt, ich bin gespannt auf eure Meinung und sagt bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Heel Fuck the News.